Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Diamond Yachts GmbH. Heute haben wir für euch eine Contest 42 CS aus dem Baujahr 2017. Findet ihr auf unserer Gebrauchbootliste, auf unserer Homepage. Dieses Boot ist insofern besonders, weil großer Wert auf absolute Zweihandtauglichkeit gelegt worden ist. Deswegen wurde das Boot mit einem elektrischen Genua-Föller konfiguriert, elektrischem In-Mast-Furling, elektrische Ankerwinde. Das Boot hat außerdem das optionale Gennaker-Paket mit diesem ausfahrbaren Carbon-Bugspriet von Selden, großen Gennaker-Blöcken von Frederiksen bzw. heute heißt es Ronsten, Schoten etc. und dem großen A2 Gennaker der Firma Northhells. Wie ihr schon ein bisschen sehen könnt, das Boot ist komplett mit Teak eingedeckt. Außerdem den Flaschdeckluken, so dass man hier nicht hängen bleibt, selbst wenn man, auch wenn man es nicht machen soll, barfuß unterwegs ist auf dem Boot, ist das gar kein Problem. Wenn wir hier zum Mast hinschauen, dann kann man ganz gut mal sehen, was eigentlich so eine Contest von einem Serienboot unterscheidet. Und das ist auf der einen Seite super hochwertige Hardware, die könnt ihr genauso auf dem Regattaboot wiederfinden. Das sorgt für eine tierisch hohe Zuverlässigkeit und auch die ganze Nutzbarkeit des Bootes wird durch leichtlaufiges Tauwerk und vernünftige Blöcke absolut gesteigert. Dann könnt ihr hier sehen, die langen Genua-Schienen, sodass ihr, wenn ihr mit dem Boot unterwegs seid, auf den Reaching-Kursen mit dem Wagen nach vorne kommen könnt, um das Leak zu schließen. Je nachdem, wie viel Wind ihr habt, könnt ihr weiter nach hinten kommen. Das ist also wirklich ein gut trimmbares Boot hier, wo wirklich nicht gespart worden ist. Gleiches gilt für die ganze Traveler-Geschichte. Hier oben auf dem Dach geht alles von hinten aus dem Cockpit zu bedienen. Dann haben wir die erwähnten Soft Norlem-Segel von Northhells, auch seit 2017 da drauf. Das Boot ist nie viel gefahren, deswegen sind die auch noch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, auch hier das komplette Selden-elektrische Furler-Paket, was die Handhabung von dem Boot, insbesondere das Reffen und auch das schnelle Segeln, super erleichtert. Wenn wir jetzt hier ins Cockpit reinschauen, dann haben wir zum einen diesen super großen Tisch. Naja, super groß ist er noch nicht, aber er ist sehr, sehr praktisch. Und zwar kann ich ihn nämlich komplett wegklappen. Das können wir ja mal kurz zeigen. Und hier sieht man so ein bisschen diese Detailverliebtheit von Contest. Ich meine, die auf die Idee zu kommen, hier so ein Gummiband zu nehmen und ein kleines Stück Teakholz reinzuhängen, das ist schon ganz liebevoll gemacht. Dann klappe ich den hier so hoch, klack ihn hier rein und er verschwindet komplett und ich kann hier quasi auch wie auf einem Performanceboot von einer Genua Winch zur anderen gehen. Das sind Luma 54er Winschen. Die vorderen sind elektrifiziert. Das könnt ihr hinten vom Steuerstand aus bedienen. Das geht also sehr, sehr einfach. Großschot-Winschen sind manuell. Das gibt es auch sicherlich in elektrisch, ist aber eigentlich ein bisschen unnötig, muss man sagen, weil man da wirklich gut kurbeln kann. Wenn wir jetzt hier zum Steuerstand kommen, dann ist es so, dass man hier einmal super bequem und sicher sitzt. Das ist ganz, ganz toll, auch mit dem großen Bimini, was ich optional aufspannen kann. Wenn die Sonne ein bisschen scheint, dann ist das ganz angenehm oder auch im Regen. Dann haben wir hier die komplette Genua-Rein- und Raus-Föll-Geschichte für den elektrischen Förler. Gleiches gilt fürs Großsegel und auch die elektrisch angetriebene Fallenwinch vorne. Das kann ich alles von hier hinten machen. Das Boot ist also insofern hier hinten wirklich komplett einhandtauglich. Das ist sehr, sehr einfach. Ausfahrbares Bugstrahlruder von Max Power. Hat auch genug Dampf, muss man wirklich sagen. Das ist auf dem Schiff im Allgemeinen alles eine Nummer größer gewählt, als man das normalerweise macht. Einfach um ein bisschen Reserve zu haben. Motorsteuerung, UKW-Gerät mit AIS, alles soweit, wie man das erwartet. Ein großer B&G-Plotter. Auch da könnt ihr sehen, dass da schon die AIS-Pfeile mit drauf zu sehen sind. Jetzt haben wir hier ein bisschen rausgezoomt, aber natürlich kann man da auch reinzoomen. Das ist alles gar kein Drama. Dann haben wir ein hydraulisch verstellbares Achterstag, um den Mast auch ein bisschen zu biegen, um das Großsegel flach zu kriegen. Insofern auch alles wirklich so, wie man das bei einem Schiff in der Qualitätslage erwartet. Dann haben wir hier, das finde ich ganz besonders gut gelöst, ein Gasstaufach direkt mit zwei Flaschen, so dass ihr da nicht irgendwie großartig wechseln müsst. Auch direkt mit einer Isolierung drumherum, dass sie nicht klappern.
und man kommt vernünftig ran. Natürlich mit einer Entwässerung, muss man ja bei Gas sagen, weil das Gas ja nach unten fällt, wenn es ausläuft, nach unten mit dem Borddurchlass. Das geht also alles relativ einfach. So, wenn wir ins Schiff reinschauen, im Übrigen haben wir hier ja noch die 4 BNG-Anzeigen, die quasi in der Sichtlinie des Steuermannes sind, könnt ihr frei konfigurieren, wie ihr das gerne haben möchtet, ist gar kein Problem. Auch hier, wenn man sich das Pit von dem Boot anguckt, haben wir vernünftig große Klemmen, sodass da nichts sackt. Auch hier selbst die Traveler-Klemmen sind eigentlich schon ein bisschen überdimensioniert. Dann habt ihr hier diese Umlenker, sodass ihr quasi über Kreuz auf die Winschen gehen könnt, wenn das mal vonnöten sein sollte. Da seid ihr wirklich ganz gut aufgestellt. Diese ganze Sprayhood kann hier in diesen Graben rein, sodass, wenn ihr sagt, wir haben Sommer, Sonne, Sonnenschein und ihr möchtet gerne ohne Sprayhood segeln, dann kann die komplett hier drin verschwinden, inklusive des ganzen Gestells, und ihr macht hier oben nur den Reißverschluss zu. Das ist, finde ich, ein super nettes Feature. Das sieht dann einfach gut aus. Wenn wir jetzt in den Salon reinschauen, dann fällt erstmal auf, dass der super, super hell und einladend wirkt. Das wird zum einen bedingt natürlich durch den hellen Ausbau in Teak mit in der Kombination mit diesem wunderbar hellen Eichenboden. Das ergibt, finde ich, eine total schöne Kombination, gerade auch mit den dunkelgrauen Polstern. Es wird alles sehr, sehr modern. Und durch die großen Fenster hier oben kommt natürlich massenhaft Licht hier rein. Ganz nett ist das. Ich bin jetzt ungefähr, würde ich sagen, 1,82 groß. Ich kann im Stehen rausgucken. Gerade auch wenn das Boot jetzt ein bisschen Schräglage hat, ist es so, dass ich immer einen Horizont sehen kann. Das ist für Menschen, die ein bisschen mit Seekrankheit zu kämpfen haben, eine super, super angenehme Geschichte. Wenn wir jetzt hier in die Küche reingucken, dann haben wir den Herd mit dreiflammig, Backofen unten drunter, kardanisch aufgehängt. Eigentlich alles, wie man sich das vorstellt, wie man das erwartet. Dann haben wir eine doppelte Spüle, hier unten mit einer Seewasserpumpe und klar, Frischwasser, warm, kalt, ganz normal, wie man sich das vorstellt. Zwei große Kühlschränke hier von oben zu beladen, so dass es richtig seegängig ist. Wenn man sich das hier anguckt, die Deckel sind auch nicht so schwer. Das ganze Thema arretiert hier auch so, dass es euch nicht auf die Finger fällt. Das funktioniert also alles insofern sehr schön. Im Übrigen wird die ganze Dekoration wird von Living and Sea gestiftet. Vielen Dank dafür nochmal. Dann kommen wir ein bisschen zu dem Layout von dem Boot. Bei dem Schiff hier wurde das Zwei-Kabinen-Layout gewählt. Also eine große Eignerkabine vorne, zeigen wir euch gleich. Und dann haben wir hier hinten die große Gästekabine auf der Backbordseite. Mit einem großen Schrank, eigenem Heizungsaustritt. Auch was ein ganz witziges Feature ist bei dem Boot, was sie gut gemacht haben, ist, dass ich hier oben noch die Ecke von dem Salonfenster mit nutzen kann, sodass ich auch hier viel Licht reinkriege. Lüftung kriegt man übers Cockpit. Ne? Dann haben wir hier drüben einen riesig großen Kartentisch. Kennt man von modernen Booten eigentlich gar nicht mehr. Hier passen wahrscheinlich auch bald 2 Seekarten drauf. Laptop geht natürlich auch alles gut mit einem riesig großen Stauraum hier drin. Auch ein liebevolles Detail von Contest ist hier diese kleine Navigationsdreieckhalterung. Ganz süß eigentlich gemacht. Dann ist das Boot ausgerüstet mit einem Bussystem, worüber ich das komplette Schiff verwalten und steuern kann. Das ist natürlich gerade für Kunden, die viel Wert auf Digitalisierung und auf ein bisschen Technikverliebtheit, die das gut finden, für die ist das super. Heizungssteuerung, Generator, zeigen wir euch nachher im Motorraum, was das genau für einer ist. Könnt ihr auch von hier aus starten und stoppen und verwalten. Fusion Radio, nochmal das gleiche, BNG Handfunkgerät, One-Touch-Kurbeln, viel Stauraum hier überall mit drin. Alles eigentlich so, wie man das erwartet. Allgemein, auch wenn man nochmal in die Küche reinschaut, haben wir super, super viel Stauraum hier überall mit drin. Das kann man hier nochmal ganz schön zeigen. So, dass man auch wirklich, wenn man die Idee hat, mit dem Boot auf Langfahrt zu gehen, ist es kein Problem. Das Boot ist dafür vorgerüstet. Den Tisch können wir ausklappen, dann wird er doppelt so groß, dann geht er quasi hier rüber, dann kann ich wirklich mit 6 Leuten hier super entspannt sitzen, das ist überhaupt gar kein Problem. Bodenbretter kann ich über einen Saugnapf hochheben, darunter läuft dann ein bisschen die Verkabelung, für die aus dem Mast rauskommt, und auch die Batterien sitzen hier in dem Bereich, alles schön tief im Boot und gewichtszentralisiert. No. Wenn wir jetzt in den Motorraum reinschauen, dann können wir ihn hier einfach aufklappen.
Das ist so ein bisschen die Tagesklappe, sag ich dazu immer so ein bisschen. Hier kommt ihr an alle Filter ran, an die Wasserabscheider. Ihr habt hier auch zwei Dieselfilter, die könnt ihr ein- und ausschalten im Prinzip, also zuschalten. Wenn ihr mal Stress habt mit schlechtem Sprit, dann könnt ihr quasi, habt ihr einen Filter in Reserve, wenn man so möchte. Na, richtig in den Motorraum reingucken können wir von hier hinten. Im Motorraum ist natürlich auch der Generator des Schiffes verbaut. Das ist ein Whisper Power mit 3,5 kW. Der zeichnet sich insbesondere durch niedrigen Kraftstoffverbrauch und eine sehr geringe Geräuschentwicklung aus. Den braucht man jetzt, so wie das Schiff genutzt worden ist, hier eigentlich nicht. Aber wenn ihr Lust habt, mit dem Boot weit zu fahren oder es auch im Regattabereich zu nutzen, dann ist das eine total super gute Geschichte, das zu haben. Auch wenn ihr sagt, wir wollen jetzt hier noch einen Watermaker mit einbauen oder ich sag mal mehr elektrische Winschen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte, den zu haben. Wenn wir hier vorne reinschauen, in das nächste Panel, dann kommen wir hier an den Motor ran. Das ist ein Yanmar 4JH5 mit 4 Zylindern und 54 PS. Der hat jetzt im Moment bummelig 430 Stunden runter. Saildrive kommt man hier auch super gut ran. Das ist alles wirklich großzügig gemacht. Man kann es hier ganz gut sehen, die Isolierung ist extremst dick für ein 42-Fuß-Schiff, so dass man wirklich von dem Motor wenig hört. Das ist alles wirklich vorbildlich gemacht bei so einem Boot. Auch an die Seeventile komme ich gut ran. Ja, also da werden technikverliebte Interessenten ihre Freude dran haben. Jetzt sitzen wir hier in diesem Technik- und Stauraum bei dem Boot. Der wird natürlich ermöglicht durch die Zwei-Kabinen-Version. Ich sitze hier im Übrigen auf dem erwähnten Gennagas der Firma Norsails drauf. Der ist auch irgendwie zwei, dreimal benutzt worden, also im Prinzip nagelneu. Die Idee hinter diesem Raum ist eigentlich, dass ich große Komponenten hier stauen kann, dass ich eine Tagestoilette habe, so dass ich nicht in die Kabinen reinlaufen muss. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ich kann hier Ölzeug hinhängen, alles was ein bisschen nass ist, was ein bisschen den Wohnkomfort stört, das kann alles hier rein. Das ist also eigentlich ein tolles Feature, gerade wenn das Boot zu zweit primär oder mit Gästen betrieben werden soll, dann ist das ganz prima. Wenn wir jetzt hier vorne in die eigene Kabine reingucken, dann haben wir zum einen das riesig große Bett im Vorschiff. Wir können die Kabine komplett dunkel machen. Das ist auch ein gutes Feature dabei, so dass man vernünftig schläft hier drin. Das ist eine sehr, sehr warme und einladende Atmosphäre hier drin. Ich habe hier den großen Hängeschrank, so dass ich auch Ölzeug, all solche Geschichten kann ich da unterbringen. Und wir haben hier direkt angrenzend das große eigene Badezimmer. Komplett mit elektrischer Toilette. Das ist in dem Stauraum übrigens auch eine elektrische Toilette. Komplett und einer großen Dusche. Am Heck des Schiffes finden wir zum einen die große Badeplattform. Braucht jedes moderne Cruisingboot in der Größenordnung. Dann haben wir hier die Heckdusche mit drin. Warm und Kaltwasser, klar, logisch. Hochholen tut ihr die ganze Badeplattform über diese Wachskiste hier. Das ist ein total simples Leinensystem. Ein bisschen unterstützt durch die Gasdruckfedern. Aber im Prinzip ist es wirklich unkaputtbar. Vielleicht müsst ihr irgendwann mal die Leine austauschen, wenn das soweit sein sollte. Außerdem, ganz clever gelöst, ist der Stauraum für diese Rettungsinsel hier unten. Gerade wenn man auf Langfahrt gehen möchte, ist das eigentlich ein Muss. Und so liegt sie nicht an Deck sperrig rum. Wenn ihr die Rettungsinsel nicht haben wollt, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein kleines Schlauchboot aufzurollen und da unten unterzubringen. Das ist also insofern ganz gut. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch fürs Boot interessiert, nicht zögern, anrufen, E-Mail schreiben, einen Besichtigungstermin hier in La Boe zu vereinbaren. Am liebsten bei so einem Wetter wie heute. Wunderbar in Shorts und T-Shirt. Und ja, dann freuen wir uns auf eure Nachrichten.